It is time for one of the most special releases of 2022. It's a car like that we've never done. One of the most luxurious supercars in Brabus history, and something that I have only seen for the first time a couple of weeks ago. So I am super stoked to get a final first look at the completely ready car. And who else could I better look at it with than, as always in the Tech Talk, our CTO, Jörn Gander. Hi, Jörn. Hello, Konstantin. Hi. Hi. Das hier ist die Brabus-reichste Version vom Rolls-Royce Ghost. Für ein Auto. Super eindrucksvoll, oder? Als ich zum ersten Mal in Prototypenbauer gelaufen bin und das Auto, da waren noch die Räder noch nicht drauf und es war also im Prinzip alles auseinandergebaut, habe ich schon gedacht, ist das ein riesiges, unfassbar eindrucksvolles Ding. Absolut. Ich sag mal, das ist und bleibt natürlich so die absolute Luxus, super Luxus-Limousine. Absoluter Wahnsinn. Aber ich finde, sie hat aber doch ein bisschen auch eine Sportlichkeit. Sie hat zwar einen Auftritt, einen Status, eine Dominanz und einen Auftritt, ja. Aber das ist ein Auto, was ich mir vorstellen könnte, sehr gut selber zu fahren, weil es nämlich auch viel Fahrspaß macht. Es ist ein Auto, was man selber fahren kann. Gut, viele sehr, sehr große Luxus-Limousinen gibt es ja, wo man immer, wenn man vorne sitzt, gefragt wird, wen man denn fährt. Genau, oder wen man abholt. Oder wen man denn abholt. Das ist hier jetzt nicht so, sondern du kannst wirklich, das ist ein Auto, was du selber fahren kannst. Und dafür haben wir natürlich auch ein bisschen was getan. Aber vielleicht mal zur Einordnung. Wo sortierst du insgesamt den Rolls-Royce Ghost im Portfolio von Rolls-Royce ein? Und warum haben wir dieses Auto gewählt, um ihn zu Brabusizen? Wir haben ja immer gesagt, wenn wir uns jetzt mit anderen Marken beschäftigen, ganz früh in der Diskussion, welche Marken, welche Modelle sind interessant, haben wir auch immer relativ schnell und zielsicher gesagt, es sollte auch ein Rolls-Royce dabei sein. Und da war dann eben die Entscheidung, was ist das aktuellste, spannendste Modell, was passt gut in die Brabus-Historie als performante, super Luxus-Limousine, weil der ist ja auch gut motorisiert, dürfen wir nicht vergessen. Und wir haben ja auch eine Leistungssteigerung, also da können wir vielleicht direkt mal drauf eingehen. 700 PS jetzt hier in dem Motor, also der Motor hat knapp in der Serie knapp 600, 571 PS auf 700 PS, also ein deutlicher Schritt. Und nochmal, das ist ein Auto, was natürlich, ich sag mal, super Chauffeurcharakter hat, gerade hier in der Version als langen Radstand, aber kann man auch super selber fahren und macht auch richtig Spaß dann. Macht aber natürlich auch richtig Eindruck. Also mehr Auftritt als mit so einem Rolls-Royce ist schwierig. Ganz einfach gesagt, wenn du damit vorfährst und gerade mit einer Brabus-Size-Version, brauchst du, glaube ich, nicht mehr erklären, dass du einen besonderen Geschmack bei Fahrzeugen hast. Und was ich auch wieder spannend finde, weil gerade wenn wir jetzt hier im ersten Blick mal außen rum herum schauen, auffallen die Brabus Monoblock M. Also ja, eigentlich ein Rad, was wir sehr gut kennen von GLS, S-Klassen vor allem auch. Ein Design, das sehr typisch für Brabus Radfamilie ist. Unser einziges im Moment und aktuellstes Flächendesign. Und es passt, wie ich finde, super auf den Rolls-Royce. Wenn ein Rolls-Royce in England vom Band läuft, dann ist es ja erstmal ein Fahrzeug, was auf maximale Eleganz ausgelegt ist. Und auf ein gediegenes Design. Wenn wir jetzt das Ganze in eine Brabus-typisch sportliche Richtung interpretieren, was sind die Zutaten, die für dich immer dabei sein müssen? Es ist immer Carbon. Das ist ja immer Exterieur, Carbon, hochwertige Carbon-Bauteile. Gehört für mich als Ingredienzien immer da auf jeden Fall dazu. Und natürlich ein tolles, großes, aber auch nicht so überdimensioniertes Aluminiumrad. Also ein hochwertiges Schmiederrad auf so einem Auto. Und
ich sag mal, am Ende, und das haben wir ja auch bei den anderen Fahrzeugmodellen schon gezeigt und erklärt, die einzelnen Bestandteile, die wir hier an dieses Auto bauen, also sozusagen der Griff in unsere Gewürzschrank, der ist eigentlich immer der gleiche. Also wir behandeln dieses Auto ja, ich sag mal, von den Inhalten nicht anders als eine S-Klasse oder zum Beispiel auch ein GLS. Wie muss ein Sound bei so einem Auto sein? Er muss einen Sound haben, ja. So interpretieren wir es, aber er darf nicht aufdringlich und er muss sehr unterschwellig sein. Du erinnerst dich, wir haben in letzter Zeit viele Diskussionen über Sound geführt. Wir haben zum einen, weiß ich, vor einigen Wochen zusammen in Ras al-Khaimah in der Wüste gestanden, ja, uns über den Brabus Crawler unterhalten, wo wir ganz bewusst gesagt haben, natürlich hält er alle Emissionsstandards ein, natürlich hat er einen Partikelfilter, natürlich hat er riesigen Sound, aber auch da, wo wir ohne Straßenzulassung keinen Sound hätten beschränken müssen, genau, haben wir auch gesagt, es gibt zu leise, es gibt aber auch zu laut. Ich finde, ein Auto muss immer den passenden Sound haben. Ja, und wenn das nicht zusammenpasst, also wenn du ein Auto siehst, was eigentlich gediegen sein sollte, elegant sein sollte, es ist furchtbar laut. Oder wenn du ein Auto, mir geht es auch häufig so, dass ich ein Auto im Kontext sehe, wo es nicht laut sein sollte, ist aber furchtbar laut, dann wirkt es immer irgendwie schräg und unpassend. Und dann, ein Auto sollte dann richtig kernigen Sound haben, wenn du sportlich fahren willst. Absolut, hier ist es jetzt auch wirklich so. Ich meine, wenn du so einen 12-Zylinder mit 700 PS jetzt mal die Sporen gibst, um das mal so zu beschreiben, dann darfst du den auch ein bisschen hören. Wenn du natürlich entspannt dahin gleitest, dann soll er im Hintergrund sein. Also das heißt, in dem Moment, wo du es wirklich mal Last und ja, Moment abfragst, also viel Fahrpedal gibst, dann darfst du ihn auch ein bisschen hören. Aber natürlich, wie gesagt, immer nur im Hintergrund und so leicht. Ansonsten muss der einfach sehr leise sein. Bei sieben Auto, bei einem anderen Auto. Ich glaube, wir sind auch beide Fans. Ich finde, jedes Auto braucht einen richtig knackigen Sound beim Thema untertouriges Fahren. Also langsames Fahren, insbesondere heute bei den allermeisten Autos untertouriges Fahren, muss es einen guten Sound haben. Genau, das ist eine super Luxuslimousine, die muss ein bisschen reduziert und ein bisschen vornehm sein. Klar. Jetzt mal im Detail. Ja. Lass uns doch mal so vorne anfangen, hinten anfangen. Vorne nach hinten. Was ist hier passiert? Im Exterieur, gerade in der Front, Carbon als Frontspoilerlippe, die hier an der Seite auch nochmal mit diesen Eckflügelchen wirklich sehr sportlich interpretiert ist, also da eben die Sportlichkeit in die Form bringen soll. Wir haben diese Frontschürzeneinsätze, die auch ein zusätzliches Positions- respektive Tagfahrlicht haben. Und wir haben links und rechts vom klassischen Rolls-Royce-Kühlergrill nochmal zwei Carbonblenden, die das auch von der Seite hier den Grill nochmal ein bisschen sportlicher in Carbon einfassen sollen. Ich sag mal, dieser Bereich und gerade der Kühlergrill ist ja sehr präsent für einen Rolls-Royce und zeigt direkt, was das für ein Auto ist. Deshalb haben wir den auch gar nicht großartig verändern wollen, weil ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg. Ich sag mal, das hier links und rechts einzurahmen mit Carbonteilen, unten die Frontlippe entsprechend dazu zu ergänzen mit den seitlichen Flügeln, die es nochmal sportlicher macht und den Einsätzen. Sehr breite, stämmige Optik, sehr hochwertige Optik, dem Fahrzeug angemessen. Und natürlich auch, dass wir das ganze Chromoberflächen mit dem Shadow Chrome noch mal ein bisschen sportlicher zurückgenommen haben. Auch eine Diskussion, die wir ganz viel geführt haben in letzter Zeit. Mattes versus glänzendes Carbon. Ich meine, die Wahl ist, glaube ich, uns beiden hier sehr leicht gefallen, weil ich immer wieder finde, dass gerade bei sehr eleganten Autos glänzendes Carbon noch mal eine völlig andere Hochwertigkeit ausstrahlt. Kann man das Auto auch bauen mit matten Carbonteilen? Absolut. Würde es noch viel aggressiver, noch viel sportlicher machen? Werden wir ja auch anbieten. Werden wir anbieten. Ist natürlich möglich. Spannend, darüber nachzudenken, was das am Auto verändern würde. Es wäre ein völlig anderer Look. Es wäre ein viel, viel aggressiverer Look, noch deutlich sportlicherer Look. Aber immerhin hat der Kunde die Wahl. Wir werden es sicherlich vorkommen. Ich bin gespannt. Ja, wir werden es zum ersten Mal sehen. Genau. Aber heißt, ich bin... Am Ende muss ich sagen, mit den glänzenden Carbonteilen an dem Auto jetzt ja, total happy. Ich glaube, für so ein exklusives, elegantes Auto, das ein bisschen in die Richtung Sport interpretiert werden soll, ist das glänzende Carbon die richtige Wahl, weil es hat auch einfach nochmal so ein bisschen mehr tiefen Charakter. Man sieht die Struktur sehr schön. Das finde ich einfach wertig. Ja. Eins der Themen, die ich ganz spannend finde, ist die Diskussion um Auspuffrohre.
Wir haben in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten Jahren, finde ich, wenn wir ehrlich sind, eine Diskussion gehabt, wo uns von Fans und Kunden immer wieder zurückgespiegelt wurde, Leute, im Verhältnis zu dem, was im Rest der Industrie zu sehen ist, im Verhältnis zu dem, was andere designen, sind eure Auspuffrohre, mit anderen Worten, die Endrohre, sind zu klein, zu konservativ. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich ehrlich gesagt ein Fan des klassischen Doppelrohr-Auspuffs bin. Ich finde, macht ein Auto sportlicher. Ich finde, es muss nicht immer riesengroß sein. Ich verstehe aber auf der anderen Seite auch, dass es ab und zu mal was Neues geben muss und dass alle das schon sehr, sehr häufig gesehen haben. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, haben viel diskutiert. Es gibt inzwischen mehrere neue Endrohr-Designs. Und das hat immer was mit dem Thema Werkstoff zu tun. Es hat immer was mit dem Thema Visualität, Durchmesser, Größe zu tun. Es hat was mit dem Thema Kombination von Materialien zu tun. Die haben wir jetzt hier auch. Wie bewertest du das? Welche Evolutionsstufe ist denn das jetzt hier und was haben wir hier spezifisch gemacht? Also du hast es ja komplett erklärt und schon richtig eingeleitet. Also wir haben immer wieder diese Diskussion gehabt, dass sozusagen es Leute gab, die sagen, okay, die Doppelrohre finden wir gut, aber die sind uns eigentlich mittlerweile zu klein. Jetzt das stumpf groß zu machen und ohne Skalierung einfach hochzuziehen, ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg. Oder wir haben entschieden, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Andererseits müssen wir natürlich auch dem Umstand Tribut zollen, dass die Autos und ich sage gerade mal die Heckbereiche schon mittlerweile immer größer werden. Deshalb haben wir uns entschieden, in dem Fall, ich sag mal, ein klassisches Doppelrohrdesign zu machen. Natürlich mit entsprechenden Hightech-Materialien. Das heißt, wir haben Titan-Endrohrblenden eingefasst nochmal in Carbon. Das alles wiederum in einer Carbon-Heckdiffuser integriert. Und was auch uns wichtig war, dass wir eben die Auspuffblenden schürzenfest montieren. Somit, dass wir sehr kleine, enge Spaltmaße haben und die Auspuffanlage quasi hinten in die Blenden einströmt. Wie verhält sich das thermisch? Du musst es entsprechend isolieren. Das heißt, du siehst ja innen drin, wo wir auch so ein bisschen diese Wellstruktur haben, ist zum Beispiel auch ein Designmerkmal, was man ja von der 1300R vom Motorrad kennt. Ja, genau, da haben wir das gleiche Thema. Das heißt, du hast da in der Summe eine Spaltisolierung zwischen dem Innenrohr mit der Wellenstruktur, dem Außenrohr und dann gibt es nochmal eine Spaltisolierung zu dem Carbonrohr und das stellt halt sicher, dass das Carbonrohr nicht mit der vollen hohen Temperatur beaufschlagt wird, weil es einfach entsprechend abisoliert ist. Andererseits darfst du natürlich auch nicht vergessen, du fährst ja hinten, das System ist offen. Das heißt, mit dem Fahrtwind wird das auch gekühlt. Das Kritischste ist meistens immer Volllast fahren und dann abstellen, zum Beispiel Parkplatz. Ist einfach eine Frage, die mir wirklich häufig gestellt wird. Und ich finde, dass die Kombination von Kohlefaser und Metall, in dem Fall jetzt hier Titan, wirklich schön ist, das Ganze nochmal deutlich aufwertet. Und wir deshalb ja jetzt eigentlich eine Kombination haben von einem klassischen, kritisierten, häufig in der alten Form, oder von Teilen vielleicht satt gesehenen runden Endrohrdesign in leicht größer, einem modernen Werkstoff mit Kohlefaserummantelung und eingebettet in, finde ich, eine sehr, sehr schöne Schürze mit einer, und das finde ich, wir haben vorhin über den Charakter des Fahrzeugs insgesamt gesprochen, ich finde, mit einer super reduzierten, für diffuse Optik kann man fast schon einmal sagen, ja, ist so leicht angedeutet. Mehr eine leicht angedeutete diffuse Optik. Eigentlich ist es eine Kohlefaser, ein Kohlefaser-Add-on zur Heckschürze. Was die Formsprache des Autos total schön aufnimmt und es vor allem hier untenrum auch nicht übertreibt. Nein, darfst du auch nicht. Du kannst dieses Auto nicht zu sportlich machen. Das ist schon sportlich jetzt mit den Endrohren. Das wollten wir aber. Auch wieder ein bisschen dieses Thema ganz bewusst traditionelles Brabus-Design übernehmen. Ganz bewusst, dass ganz klar ist, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Automobil, bei Automobiltechnik und Design, wird sehr schnell erkennen, ohne die Logos drauf, dass es ein Brabus-Bauteil sein muss. Und das ist volle Absicht. Weiter geht's. Interessanterweise haben wir hier auch wieder unsere Schriftzüge mit den farblichen Umrandungen. Das heißt, das ist ein Brabus Masterpiece, was hier vor uns herfährt im Zweifelsfall, wenn man es dann mal vor sich sieht oder an dem man vorbeiläuft. Immer wenn es die farbliche Umrandung bei unseren Logos gibt, kleiner Insider, ist es was Besonderes oder etwas Limitiertes, mit anderen Worten, ein Brabus Masterpiece ist und bleibt natürlich
Es bleiben natürlich die Fahrzeuge, bei denen wir all das getan haben, was wir können. Genau. Motor, Innenraum, Exterieur und womöglich viele weitere schöne Dinge. Alles, was wir können, steckt im Brabus Masterpiece. Und das sieht man in dem hier draußen. Unter anderem gibt es ein komplettes Paket ja noch. Ja, drin. Genau. Sieht man unter anderem, weil hier die wunderschöne Umrandung drauf und ist. Und mit gerne der mal die Farbe aufnimmt. Nehmen wir ein bisschen die Farbe des Interieurs vorweg. Sollen wir reingucken? Machen wir. Ich finde, so ein Rolls-Royce ist ja immer, wenn du es siehst, ist es ein riesiger Auftritt. Und dann kommt eigentlich immer so direkt da rein zu sagen, ja, natürlich, wer sitzt denn drin? Ja. Und wie sieht es denn da drin aus? Sollen wir mal lümkern? Ich habe vorhin schon mal kurz reingeguckt, aber ich glaube, wir gucken mal. Ne? Also erstens, was mir ja so grundsätzlich passiert ist, wenn ich jetzt nachts zu so einem Auto laufen würde und mich und nicht drüber nachdenken würde, würde ich ja immer zum Falschen. Würde ich ja immer so. Falsche Ecke. Falsche Ecke. Ich hat ja die sogenannten Suicide Doors. Ja, also ganz traditionell bei Rolls-Royce. So sieht's aus. Ja. Und nicht nur das, sondern er hilft ja sogar mit. Ja. Was ich total angenehm finde. Ja, du hast immer die elektrische Unterstützung, was du auch bei der Größe der Tür sicherlich sinnvollerweise brauchst. Und weil du ja, auch wenn es umgekehrt ist, du sitzt und musst dementsprechend ja, wenn du es manuell alleine machen müsstest, müsstest du ja... Ja, kommst du ja gar nicht dran. Kommst du ja gar nicht dran. Also so, und du hast hier drin ja einen Knopf hier an der Verkleidung hier. Und ja. Damit kannst du sie auch zufahren. Und das heißt, wenn du drin sitzt, drückst du drauf und die Mechanik ist auch drauf. Und auf und zu oder nur auf und zu? Auf und zu, auf und wenn zu du von hinten innen, ne? Genau. Und wenn ich hier zumache, dann hilft er ja auch mit. Genau, dann hilft er auch mit. Wir machen mal. So. Genau. Zu. Genau. Ich finde es sensationell. Ja, genau für so ein Auto. Also ich sage mal, klar, du hast Soft Close, du hast so schweren Türen, die werden elektrisch unterstützt. Und was wirklich toll ist, wenn du von innen das über die Taster machst, geht auf und zu. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal, Jahrzehnte, das ist schrecklich, dass ich das sagen muss, ich komme so alt vor, das ist wahrscheinlich Jahrzehnte her, dass ich irgendwann einen Rolls-Royce mal gesehen habe bei einer Abendveranstaltung, sehr, sehr elegant, Abendgarderobe, also Frauen in tollen Kleidern, Männer im Smoking. Und es fuhr ein Rolls-Royce vor und dann gingen die Türen auf, wie bei einem Schloss. Oder wie bei einer großen doppelflügeligen Tür zu einem Saal. Das fand ich sensationell. Und das ist der Effekt, den haben die Autos bis heute. Insofern. Wollen wir mal? Herr Gander. Wir machen mal. Aufmachen. Ne? Wir öffnen die Pforte. Da ist er. Brabus Masterpiece Interieur. Und ich glaube, wir können sagen, wenn man es so aufmacht, ist es One Second Wow. Ja, einfach Wahnsinn. Wie gehen wir ran? Was muss es haben? Was ist ein Interieurkonzept? Was ist das Thema Formsprache, Thema Farbsprache? Welche Muster wählen wir aus? Wie beschreibst du diesen Designprozess, den wir ja hier gemeinsam wahrscheinlich hunderte Male inzwischen, nee, ganz sicher sogar hunderte Male im Jahr für ein Brabus Masterpiece durchlaufen, für dieses Auto? Also absolut, es ist manchmal schwierig und auch durchaus kontrovers. Also haben wir ja auch gerade bei dem Auto gemacht. Es gab ja Überlegungen, dass wir ihn, ich sag mal, sehr poppig machen, ich sag mal, ein bisschen aggressiver auch in der Farbgebung. Ich erinnere mal zum Beispiel an den Brabus 900 Maybach mit dem orangen Interieur. Ein ganz tolles Auto. War auch eine Idee, die hier immer mal im Raum stand. Haben wir nicht gemacht. Kurze Klammer müssen wir an der Stelle aufmachen. Es gibt einen etwas strangen Trend in den letzten Jahren zum Thema Orange. Der offensichtliche Querverweis oder Schluss wäre jetzt zu sagen, ja, das ist ja deshalb der Fall, weil Hermes orange ist. Ich habe den Eindruck, das lässt sich so, wenn überhaupt, nur teilweise erklären. Und ein anderer Teil der Erklärung ist, glaube ich, dass wir irgendwann einmal 1, 2, 3 Fahrzeuge in einem orangen Interieur gezeigt haben, die dann im Internet gelandet sind. Das hat einen Trend ausgelöst, sodass du, wenn du, ich sag mal, vor 6, 7 Monaten bei uns durch die Fertigung gelaufen bist, zu einem gewissen Zeitpunkt bestimmt 30-35% orangen Autos gesehen hast. Ja, aber locker. Wenn nicht mehr, ja, was genau. Uns, ich erinnere mich noch, wie wir da standen und sagten, was ist hier passiert? Ja, weil es sind ja alles unterschiedliche Kunden. So, und daraus kam die Diskussion zu sagen, wie gehen wir mit einem neuen Fahrzeug um? Nimmst du den, es ist ja immer das Gleiche, nimmst du den Trend auf, verstärkst ihn oder spielst in den Trend rein, verstärkst ihn damit womöglich noch, vergibst aber die Chance, was Neues zu machen. Oder machst du was Neues und kommst rein von der Produktpositionierung und sagst, okay, wie muss sich so ein Auto anfühlen? Was ist das für ein Auto? Was hat das für einen Charakter? Willst du die Marke
wiedergeben. Und ich glaube, bei dem Thema Ghost haben wir uns tatsächlich dafür für Zweiteres entschieden. Also für einen Mix aus Positionierung des Autos, Charakter des Autos und der Frage, was ist eigentlich eine typische, elegante Brabus-sized Luxus-Limousine. Genau, und deshalb gerade dieses sehr helle porzellanfarbene Leder, das, ich sag mal, einfach super edel wirkt, durch die Helligkeit natürlich auch einfach eine gewisse Dominanz direkt hat. Das heißt, wie wir ja sehen hier aus dem dunklen Auto, alles außen dunkel oder schwarz, in diesen sehr hellen Innenraum, was ich auch sehr wichtig fand, dass wir die A-, B- und C-Säulen alle entsprechend in dem Hellen gestaltet haben. Schön. Kommst rein? Ich komm rein. Das gibt Schlimmeres, als in Rolls-Royce einzusteigen, oder? Was ich super gut leiden mag, ist das Thema Carbon. In dieser Signature-Carbon-Oberfläche, die kennen wir ja auch aus einigen Autos bei uns, ich finde, das ist eine super elegante Farbe. Mhm. Aber mit den dunklen Akzenten, mit dem Carbon schön akzentuiert und dadurch einfach ein schöner Mix aus Eleganz, aber auch sportlich. Das ist total spannend. Du weißt, ich bin auch gerne mal kritisch, wenn wir wenn wir Designprozesse durchlaufen und lauf auch immer gerne gegen Stereotypen an. Und in dem Moment, wo ich natürlich Rolls-Royce höre und ich nenne es jetzt mal Prototyp, das ist kein Weiß, aber ich sage jetzt mal weißes Interieur, kommt schnell die Frage, und das ist auch die Frage, die ich mir im Laufe des Projekts immer gestellt habe: Ist das zu kitschig? Also ich finde jetzt hier in der Kombination mit dem Carbon, guck dir doch mal diese Oberfläche. Genau. Das ist, richtet jetzt mit dir hier drin oder mach die Türen auf, schau rein und denke nur, wow, was für ein Auto. Aber genau wie in einigen anderen Limousinen muss ich jetzt hier sagen, mir gefällt, dass wir hier einen eigenen Weg gegangen sind und jetzt nicht unbedingt den letzten Trend aufgegriffen haben. Das haben wir jetzt einige Male gemacht. Ich finde es jetzt auch mal Zeit für was Neues. Sondern ganz im Gegenteil gesagt haben, das ist ein elegantes Auto. Es kann ein auffälliges Interieur vertragen. Es muss aber wertig, extrem gut verarbeitet, typisch Brabus-Qualität sein. Und es soll am Ende eine hochwertige, aber nicht kitschige, sondern elegante Wirkung haben. Ich finde, und die Sorge, die habe ich immer. Ich habe immer irgendwelche Sorgen bei irgendwelchen Designs. Es ist zu sportlich, zu aggressiv, zu dies, zu jenes. Das ist vollkommen normal. Ich finde es fantastisch. Ja, genau, weil du bringst es eigentlich komplett auf den Punkt, weil es, ich sag mal, eine schöne Abwechslung bietet und in seiner Gesamtanmutung, und ich wiederhole mich, wirklich einen schönen Spagat zwischen Luxus, Eleganz, aber auch einer gewissen Sportlichkeit. Ja. Ich finde auch, dass das helle Interieur das Auto viel größer macht. Weil ich finde, das ist fantastisch. Genau. So muss es aussehen, so muss es wirken. Und wir haben natürlich die empfindlichen Zonen, wie zum Beispiel hier die Fußmatten, inzwischen auch immer gut im Griff, indem wir genau da dann sagen, jetzt reicht's. Hier geben wir noch einen Kontrast mit dazu, es sei denn, jemand möchte auch da wirklich komplett hell gehen. Da musst du halt die Schuhe ausziehen im Auto. Genau, also ich sag mal, die Freiheitsgarde gibt es ja auch noch. Also wir können ja auch dem Kunden anbieten, zum Beispiel wie bei vielen Masterpiece ja auch eine komplette Lederfußmatte zu machen. Ja. Wir wollten jetzt gerade hier, weil so ein Rolls-Royce, und ich finde, dieses Auto strahlt ja auch so eine gewisse Gemütlichkeit, also nicht Old-Fashioned-Gemütlichkeit, aber eine Behaglichkeit. Es ist ein deutlich klassischeres Design als viele andere Fahrzeuge, die eigentlich immer, wo du einsteigst und die sehr deutlich Richtung Moderne streben. Das heißt nicht, dass es kein modernes Auto ist, aber ich finde, es ist eher so, als wenn du in einen, ich sag mal, so einen extrem hochwertigen Ohrensessel dich setzt. Klassisch, Chesterfield. Als in den modernen Vitra-Stuhl. So, und da gibt es natürlich immer unterschiedliche Interpretationen. Ich finde es fantastisch für so ein Auto. Also, du hast die Beinfreiheit, ich bin fast 1,90 groß, habe hier genug auch da drin, Platz, ne? Kannst die Beine mal überschlagen, hast immer noch genug Platz, hast die Tische drin, guck mal, Tisch fährt raus, ich habe immer noch genug Platz zum Knie. Ja. Es ist, finde ich, ein absolut fantastisches Auto. Die Sitze sind viel breiter und mehr Sitz als in fast allen anderen Autos, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Hast eine sehr breite. Wir haben beide unseren Arm auf der Mittelkonsole, ohne jetzt hier so. Genau, brauchst du nicht. Platz hier Flieger, so. Wie im Flieger. Und es sieht echt cool aus. Ja.
Vorne kannst du trotzdem auch noch gut sitzen. Und du sagst es richtig, dieses Auto hat moderne Technik, ist eine moderne Luxuslimousine. Ich finde aber in allem, und das siehst du zum Beispiel auch vorne im Kombi-Instrument und überhaupt um den Fahrer rum, er stellt das kaum raus. Also er belästigt dich eigentlich, belästigt dich überhaupt nicht mit Technik. Ja. Die Technik ist da, die ist dir zu Diensten, aber die mehr auch nicht, das ist weg, der Rest ist weg. So, nicht nur haben wir riesig Platz, wir können ja hier auch arbeiten. Das Auto hat Tische und Monitore für beide Fahrer hinten. Lass uns mal, komm, klapp du mal aus. Ich klapp mal aus. Auch schön in Chrom und Carbon. Genau, also hier auch das Signature Carbon wieder, das Reset Entertainment System. Mit vollem Anschluss an die an das System vorne. Ne? Genau, an alle ist voll vernetzt, du hast Telefon, du hast Navigation, du hast Internet, du kannst alle möglichen. Allerdings fest installiert. Fest installiert, okay, ja. Okay, nicht zum Beispiel wie ein iPad oder ein Tablet, was du mitbringst. Genau. Interessant. Ja. Und trotzdem hast du immer noch, komm, ich probiere es auch mal. Du hast trotzdem richtig Platz. Und der nochmal, ich finde das ja total angenehm, wenn ich in so einem Auto sitze und der Tisch klappt aus und ich habe mein, das ist der Moment, wo du denkst, jetzt gleich ist our Knie. Ja. Und das ist nicht der Fall. So, jetzt kann ich sogar. Und du bist nicht klein. Nee, ich bin fast 1,90. Ja. Wie war das noch mit der Tür? Ich mache auf, indem ich ziehe. Genau, und gezogen hältst. Und dann geht es sehr vornehm auf. Finde ich auch. Genau. Und wenn ich zumachen will? Drückst du auf den Kopf und hältst ihn aber auch gedrückt. Also brauchst du nicht unbedingt den Fahrer, der hektisch ums Auto rumrennt. Einmal nach Monaco bitte. Du kannst ja bei Brabus bekanntlich jede Farbe bestellen, solange es schwarz ist. Ja, das sind wir nicht. So schrecken sind wir nicht. Nein, natürlich nicht. Aber am Ende machen wir doch viel, viel schwarz. Ein Thema, was in den letzten Jahren ganz häufig vorkommt, immer wieder vorkommt und sich irgendwie auch so langsam, aber sicher mit der Markenidentität ein bisschen verbindet, ist das Thema Shadow Chrome. Also abgedunkelte Chromteile, die dadurch einen vollkommen anderen Charakter kriegen und einem ganzen Fahrzeug einen vollkommen anderen Charakter geben. Wie unterscheidet sich für dich Chrom von Shadow Chrom? Es ist einfach, ich sag mal, noch exklusiver für mich, ein bisschen sportlicher und vor allem, ja, exklusiver, weil es halt auch nicht so oft vorkommt, weil es das Auto in der Summe mit dem schwarzen Lack und dem dunklen Chrom einfach immer so, selbst auf den ersten Blick, auf zu was Besonderem macht. Würdest du, gibt es Autos, wo du sagst, da muss Chrom dranbleiben? Und Autos, wo du sagst, da muss auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall immer Shadow Chrom wählen? Ist das eine Frage des Fahrzeugtyps? Ist es eine Frage der Richtung, in die du das designen willst? Worauf kommt es an? Also für mich ist es so, dass wenn ich ein komplettes Masterpiece habe, für mich das absolute Bestandteil da ist. Ich habe eher gar nicht die Frage, will ich noch Chrom am Auto haben, sondern da ist eigentlich sogar die Frage eher, wie interpretiere ich das Auto bezüglich seiner Sportlichkeit? Mhm. Will ich es eleganter haben, sage ich, bin ich beim Shadow Chrom, wie ja, zum Beispiel hier bei dem Rolls-Royce. Möchte ich aber zum Beispiel eine S-Klasse, die ich noch sportlicher definieren will, finde ich sogar gut, wenn es schwarz ist oder in also Wagenfarbe. Komplett de Chrom weg in Wagenfarbe. Genau. Ich persönlich, da mag es andere Meinungen geben. Das für mich ist sicher andere Meinungen. Genau. Das ist ja auch gut so, weil über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ja. Aber das ist etwas, was wir immer wieder tun. Es ist ein Thema, was wir immer wieder machen und es sieht und wir immer wieder davor stehen und sagen, boah, jetzt sieht's besser aus als vorher. Ja, es passt immer. Also klar, es passt immer und gibt dem Auto einfach nochmal eine andere Akzentuierung. So, hier auch wieder. Räder, Chromleisten an der Seite, komplette Front, Grill, Streben im Grill, die Metallteile unterhalb der Scheinwerfer, Logos, Türgriffe, alles in Shadow Chrom. Für mich macht das Auto einheitlicher. Weißt du, was mir übrigens gerade sehr auffällt? Ja. Wie schön das Interieur rauskommt, wenn du vorne durch die Windschutzscheibe gehst. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Auto, was wir von außen komplett schwarz und von innen komplett schwarz gemacht haben. Also kompletter Superblack. Könnten wir mal probieren. Vielleicht säßen wir dann drin und würden sagen, was haben wir für einen Quatsch erzählt im komischen Tech-Talk vor ein paar Monaten. Sieht doch super aus. Kann sein. Ich finde jetzt gerade genau diese Ansicht sensationell. Genau. So. Sollen wir mal in den Kofferraum? Stimmt, da war was. Das ist schön.
Also mein erster Gedanke war, gibt es das auch mit Bett? Ja. Das war ein sehr unfassbar großer Kofferraum. Ja. Unfassbar großer Kofferraum. Wahnsinn. Und halt wieder wie ein voll ausgestattetes Masterpiece, auch komplett in Leder. Ne? Also komplett lederverkleidet, auch mit der aufwendigen Steppung wieder. So, dass es dann auch wirklich ein One-Second-Wow ist, selbst wenn du den Kofferraum öffnest. Und das ist allerdings ein Thema, was wir schon ganz lange machen. Ne? Richtig. Das ist so eins der Themen, über die natürlich in den wenigsten Marketing-Videos gesprochen wird. Aber Kofferraum in Leder gibt es bei Brabus schon seit, was würdest du im Kopf sagen? 15 Jahre. Länger, ne? 2003, ja. 2004. Ja, bestimmt. War so, ich sag mal, gleichzeitig mit dem ersten Sternenhimmel, glaube ich. Und auch diesen Businessfahrzeugen, weiß ich noch. Ja, stimmt. Weißt du? Das war ja so. Spannend, aber unfassbar. Ja, wunderschön. Ist für mich, muss ich sagen, an so einem Auto ein echter Vorteil. Oder andersrum gesagt, wenn so eine Reiselimousine keinen Kofferraum. Also wie viel Koffer musst du reinkriegen, damit du so ein Auto, damit du so ein Auto wirklich ernst nimmst? Hier zweimal kriegst du wirklich zwei große Halbschalen Koffer. Das wäre auch meine Maßstab. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Ne? Zwei große Koffer plus Handgepäck. Also genau. Mit anderen Worten, eine Familie mit einem Kind muss bequem das Reisegepäck für zwei Wochen hier zum Flughafen fahren können. Genau, und das geht ja. Also hier kannst du dich wirklich mit zum Flughafen bringen lassen und das entsprechende Gepäck. Das ist top. Und, wie gesagt, wie ich finde, super toll mit dem Leder. Ja. Ganz, ganz extra. Also, man fährt in Urlaub wie Jörn, dann nimmt immer vier Koffer mit. Aber und das ist ja dein Thema. Ich finde es total spannend, dass wir beide uns in dem Auto instinktiv nach hinten gesetzt haben. Oder? Ja, hast aber eigentlich jedes andere Auto, was wir besprechen, würden wir es immer vorne rein. Immer zack, vorne rein. Ja, ja. Und hier ist doch irgendwie, du kannst klar, kannst du selber fahren. Würde ich auch, finde ich. Ja, absolut. Und ne? Ist ja auch ein bisschen was unter der Haube. Ist ein bisschen was unter der Haube und trotzdem haben wir es hinten reingesetzt. Aber lass uns trotzdem mal reingucken. Sollen wir mal vorne aufmachen? Ich glaube, wir müssen mal vorne reingucken. Brabus Power Extra. Da ist was passiert. Genau, wir haben eine Leistungssteigerung, 571 PS in der Serie, 700 jetzt bei uns. Also deutlicher Schritt, wirklich souveräne Power, weil es ist ja auch ein wirklich großer, hubraumstarker 12-Zylinder-Motor, fast 6,9, also 6,8 Liter Hubraum, Doppelturbo. Und auf der Basis haben wir mit einem von unseren Bekannten, die schon die neueste Generation Power Extra Leistungskits, eben diese Leistungssteigerung auf 700 PS dargestellt. Moderne Elektrik, moderne Elektronik, all das, was wir können, komplette CAN-Bus-Integration für eben nochmal deutlich mehr Leistung und nochmal entsprechend mehr Souveränität, aber ohne den Komfortcharakter, dieses Auto ja haben muss und behalten muss, wegzunehmen. Ganz tolle Motorisierung, sehr souverän, sehr schnell. Du als jemand, der sich natürlich im Prinzip dein ganzes Berufsleben immer mit Technologie, besonders intensiv mit dem Thema Motoren auseinandergesetzt. Wie unterscheidet sich für dich die Herangehensweise bei dem, was wir traditionell vier Jahrzehnte lang gemacht haben, also Mercedes-Benz-Fahrzeuge, Mercedes-Benz-Motoren, von hier einem Rolls-Royce bzw. Rolls-Royce/BMW-Antrieb? Ehrlich gesagt, gar keinen. Also wir sind hier, wie wir hier rangegangen sind mit der ganzen Entwicklung, nicht anders rangegangen, als wenn wir jetzt eine Leistungssteigerung für einen 12-Zylinder-Motor von Mercedes-Benz entwickelt hätten. Also der Ansatz war der gleiche, die Technologie ist die gleiche. Natürlich gibt es Besonderheiten bei diesem Motor, die einfach daher kommen, dass ja, ich sag mal, der Antrieb im Endeffekt aus dem BMW-Umfeld kommt. Aber das sind einfach, ich sag mal, Spezialitäten und Besonderheiten, die ergeben sich bei unserem normalen Tun. Also genauso, ob wir zum Beispiel an einem 8-Zylinder-Mercedes-Benz-Motor arbeiten oder an einem 12-Zylinder. Es gibt immer Baureihen, motorenspezifische Besonderheiten. Das heißt, ich sag mal, von unserem ganzen Ansatz, von den ganzen Entwicklungsprozessen, Absicherungsprozessen und so weiter, ist das nichts anderes. Ist übrigens auch nicht anderes als das, was wir zum Beispiel mit dem Porsche gemacht haben. No. Also alles das gleiche Thema. Du setzt dich jetzt ja
deutlich, das muss ich, deutlich nördlich der 25 Jahre, ne? Oder? Ja, jetzt hier, 25 jetzt. Im Januar 25 Jahre. Hast du eigentlich Jubiläum? Im Januar. Nächsten 23. 23, 25. Ich nichts verpasst, du. Ich habe gerade schon wieder, zu schwitzen hier. Du hast dich ja seit fast 25 Jahren jetzt beruflich mit dem Thema Technik auseinandergesetzt. Insbesondere mit dem Thema Motoren. Genau. Wie unterscheidet sich für dich in der Entwicklung, im Testing, in der Abnahme und in der, im Resultat dann in der Laufkultur, in der Performance ein Antrieb wie wir jetzt 40 Jahre hier in der Firma 45 Jahre dieses Jahr machen von Mercedes-Benz im Verhältnis zu einem Antrieb, der hier aus dem Rolls-Royce beziehungsweise aus dem BMW-Umfeld kommt? Um ehrlich zu sein und ein bisschen eine langweilige Antwort zu geben, überhaupt nicht. Weil, ich sag mal, wir gehen an diesen Motor genauso ran, als wenn wir, ich sag mal, eine Leistungssteigerung für einen 12-Zylinder Mercedes-Benz-Motor entwickeln würden. Ich sag mal, alle Standards, die wir erfüllen und auch erfüllen müssen bezüglich Zertifizierung, Abgas, Geräusch und so weiter, halten wir ein. Das Thema Haltbarkeit, Vernetzung mit dem Autos, Sicherheitsfunktionen gehen wir vollumfänglich an und sichern diese auch entsprechend ab durch Prüfstandsfahrten, durch Prüfstandsläufe, durch entsprechende Fahrversuche auf Prüfgeländen, im Straßenverkehr und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Gehört ja auch, wie gesagt, immer auch eine kundennahe Fahrerprobung dazu. Also nicht nur das extreme Fahren auf Prüfgeländen, sondern auch wirklich kundennahes Fahren. Da kann ja auch immer irgendwas lauern, sag ich mal. Und das ist ja auch der Grund, dass wir auch für solch einen Umbau natürlich eine volle Brabus-Garantie bieten. Das heißt, wir machen ja auch gar keinen Unterschied hier bezüglich Garantieaussage und Garantieversprechen. Das finde ich, das ist am Ende ja so ein bisschen da, im Auto sagen wir häufig, where the rubber meets the road. Ja. Ne? Also das heißt, die Garantieaussage unterscheidet sich hier für den Kunden exakt gar nicht. Nein. Von dem, was wir bei anderen Motoren genau sagen. Das sind die gleichen Garantiebedingungen, die gleichen Garantieregelungen. Wir haben immer diese 3 Jahre und auch die gewähren wir natürlich hier bei so einem Auto. Wäre ja auch gar nicht anders erklärbar. Warum sollen wir da einen Unterschied machen? Es war natürlich, ich sag mal, in der Entwicklung für uns mal was Neues, aus den üblichen Wegen rauszugehen, im Exterieur, bei der Radentwicklung, im Interieur, natürlich auch beim Motor. Wir haben, sag mal, ein Antrieb, Steuergeräte und Sensorarchitektur, die wir bisher so noch nicht kannten, weil es ist ja mal im wieder, Endeffekt, kann man ja schon fast sagen. Mal wieder, aber ich sag mal, das kommt ja auch, ich sag mal, in üblichen Modellwechseln beim Daimler, bei Mercedes ja auch vor. Es gibt da Neuigkeiten, die müssen wir uns adaptieren. Hier haben wir halt einen ganz anderen Antrieb, ein ganz anderes. Gut, das Thema Modellwechsel, neue Modelle und die Frage, dass alle bei uns vom Wagenwäscher bis zum über den Elektroniker bis zum Ingenieur oder den Mitarbeiter in der Montage, dass sich alle immer wieder permanent mit neuen Modellen und auch neuen Gesamtfahrzeugen, die wir dann meist nahezu vollständig auseinandernehmen und wieder zusammensetzen müssen, in geänderter Form, auseinandersetzen müssen, ist ja nicht neu. Das ist ja ein Thema, finde ich, was die gesamte Kultur bei Brabus seit Jahrzehnten sehr deutlich immer wieder Richtung Innovation ausrichtet, weil es schlicht und einfach normal ist, dass immer wieder neue Fahrzeuge reinfliegen. Und dann hilft es nicht, wenn du dich mit dem Außenspiegel links befasst und dazu Experte bist, sondern du musst dich mit dem Fahrzeug in Summe befassen, sonst kommt da am Ende kein EV12, kein Rocket, kein XLP, kein Crawler, auch keine 1300R raus. Nein, du musst auch eine gewisse Furchtlosigkeit haben. Natürlich gehen wir das, ich sag mal, mit der entsprechenden Vorsicht und der entsprechenden Umsicht an. Aber ich glaube, und das spricht für alle Kollegen, ich sag mal, wie du sagst, auch der Kollege, der erstmalig so ein Rolls-Royce von innen komplett zerlegt, genauso wie die Kollegen, die halt die Applikation der Steuergeräte für diesen Antrieb hier machen, es ist immer gut, wenn wir eine gewisse, ich sag mal, Unerschrockenheit haben und wenn wir uns neuen Sachen nähern. Ja, und mich erinnert das an eine Diskussion, an eine Frage, die wir vor einiger Zeit hatten, als eine Besuchergruppe hier war, wo jemand fragte, was hat euch denn von den Brabus Supercars, die ihr baut, von den Masterpieces zu den Klassikern gebracht? Und eine Antwort, die ich immer wieder gebe, ist, die Prozesse, Werkstattfertigung, Fokus auf die Stückzahl 1,
Prozesse, die rund um jedes einzelne Auto ausgelegt sind, sind die gleichen. Beim Klassiker wie beim modernen Fahrzeug. Das Thema Auseinandersetzen mit dem Gesamtfahrzeug, Verstehen im Gesamten, Auseinanderbau im Gesamten, Bravo-Sizing, Veränderung und wieder Zusammenbau im Gesamten ist das Gleiche. Beim Klassiker die komplette Restauration, beim modernen Fahrzeug das Bravo-Sizing. Das sind ganz viele verbindende Elemente, die natürlich auch inzwischen, ich meine, das ist, uns gehen ja im Moment die Ideen nicht aus. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt. Wir haben eine ganze Menge Projekte. Das größte Problem ist eigentlich die Frage, wie wir sie alle auf die Reihe kriegen wollen. Das verändert was. Und ich finde, dass darauf kommt, auf die Frage, was sich bei uns alles verändert, kommt von mir häufig der Satz, I love the product, but I love the progress more. Ich finde es unheimlich spannend, dass der Fortschritt, den wir hier im Moment machen, wirklich von Produkt zu Produkt sichtbar wird. Und du erinnerst dich, als wir die Diskussion gehabt haben, als du von Uli übernommen hast, ja, wir auch eine sehr deutliche Diskussion geführt haben, wo ich damals sagte, lieber Jörn, CTO heißt nicht Chief Tuning Officer, sondern Chief Technology Officer. Und du sagtest, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und wir dem auch treu geblieben sind, weil wir natürlich seitdem wirklich viele spannende Technologieprojekte umsetzen. Und was sind die Zutaten, die das alles möglich machen? Wie ist das in einer Sekunde als Bravos-Produkt erkennbar, verständlich? Und wie verliebt sich jemand innerhalb von einer Sekunde in dieses Teil? Wenn man es dann sieht, egal was es ist, egal ob Wüsten, Offroad-Monster, egal ob Motorrad, egal ob jetzt hier super, super Luxus-Limousine oder Rocket oder EV12. Ja, oder auch die Boote. Und das ist die eine Richtung. Und trotzdem musst du gleichzeitig, und finde, das hast du gerade ja schon aufgegriffen, du musst so einem Auto auch mit einer gewissen Ehrfurcht begegnen. Du kannst das nicht komplett auseinanderreißen und dann technologisch schwachsinnig und kitschig wieder zusammenbauen. Das funktioniert nicht, ist auch nicht Bravos. Bisher habe ich den Eindruck, das ist eine harte Diskussion übrigens. Ne? Das ist eine ganz harte Diskussion, wo wir immer wieder davor stehen. Und ich meistens, muss ich sagen, intern, wir uns die schärfste Kritik um die Ohren schießen, bevor es dann auf den Markt kommt, was ich sehr gut finde. Auch bei dem Thema hier wieder, wie bei allen anderen. Und so der Weg aus, auf der einen Seite ehrfurchtsvoll und mit dem gehörigen Respekt mit so einem Produkt umgehen, auf der anderen Seite aber auch sehr konsequent die Bravos-DNA umsetzen, ist, glaube ich, das, was die letzten Projekte auch erfolgreich gemacht hat. Anyway, wir hören jetzt auf zu philosophieren, weil, ich sehe schon hinten in der Regie, guckt schon wieder einer nur nervös auf die Uhr. Die hören faszinierendes Auto. Herzlichen Glückwunsch ans Technik-Team. Lass uns doch mal... Anders kannst du. Machen wir mal eine Runde? Ich würde sagen, lass doch mal eine Runde drehen. Haube zu, mal eine Runde drehen. Ne? Auf geht's. Spring of 2022, particularly April and May, have been the busiest release months in our history. We have never released more products than in April and May, around our events in Palma and, of course, around the Brabus Days 2022, which we hosted at our headquarters in Bottrop, Germany. If you want to know more about which products came out, why we did them, how we designed them, and how it all went down, we've done a video about this and we're going to link it down in the description. So go check it out. See you there.